Seit dem letzten Verlaufstief haben die Aktienmärkte durchaus Strecke nach oben machen können. Der Nasdaq etwa über 13% im Plus. Auch der DAX hat sich deutlich erholen können. Im Gefolge vor allem der doch fortgesetzten Gaslieferungen aus Russland. Aber jetzt ist es aus meiner Sicht Zeit, vorsichtig zu werden, die Chips vom Tisch zu nehmen, wenn man von dieser Rallye stark profitiert hat. Warum? Weil wir gestern auch diese Rallye gesehen haben, vor allem an der Wall Street, aufgrund der sich immer mehr verdichtenden Anzeichen für eine Rezession. Und zunächst mal sieht man das positiv und sagt, ja, ist doch gut, dann kann die Fed die Zinsen gar nicht so stark anheben. Aber beim zweiten Hinschauen wird den Märkten auffallen, Rezession heißt eben auch schlechte Nachrichten für Umsätze und Gewinne und Margen der Unternehmen. Und dann habe ich eine Bewertungsthematik. Und deshalb kann man aus der Vergangenheit lernen, dass Aktienmärkte während oder vor allem in der Zeit vor dem Eintreten der Rezession ein richtiges Problem bekommen, weil eben die Märkte dann diese kommende Verschlechterung der Ausgangslage für die Firmen einpreisen. Sobald die Rezession dann da ist, geht es meistens wieder nach oben. Aber wir wollen uns die Konstellation mal anschauen. Da haben wir zunächst die schlechten Nachrichten, sind die eingepreist. Hier sehen wir mal hier diese Grafik. Wir sehen jetzt, dass die Downgrades zunehmen. Also die Analysten, die ja immer noch himmelhohe Gewinnerwartungen haben, stufen immer mehr jetzt Aktien ab, sagen also nicht mehr kaufen, 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 sondern werden etwas vorsichtiger. Und während diese Abstufungen passieren, ist der S&P 500 gestiegen. Also der US-Leitindex hängt wahrscheinlich auch mit einem Short-Squeeze zusammen. Unterpositionierung der Investoren, Short-Absicherungen, Short-Positionierungen, Market-Maker, die ihre Gamma-Hedges im Prinzip jetzt aufgelöst haben. Und so kommt es, dass wir etwa im Dow Jones gestern 0,5% im Plus waren, Nasdaq 100 fast 1,5% im Plus, S&P 500 knapp 1% im Plus, also durchaus stattliche Gewinne, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja am Vortag schon durchaus eine ziemlich saftige Rallye hatten. Und also scheint alles klar, geht die ganze Geschichte so weiter. Wir haben gestern nach Börsenschluss Zahlen von Snap bekommen. 27% ist es bergab gegangen für die Aktie von Snap, eben weil vor allem der Revenue sehr, sehr schwach war und man praktisch keine Guidance gegeben hat, also keinen Ausblick gegeben hat. Also das war doch ein ziemlicher Einbruch, vor allem weil die Daily Active Users kaum mehr gewachsen sind, also diese Wachstumsstory so ein bisschen weg ist. Aber wichtig ist eben, dass man sich keinen Ausblick mehr zutraut. Das hat dann Meta nach unten gezogen, 5%, auch Twitter ist nach unten gegangen. Dann kam Seagate, ehemaliger reiner Festplattenhersteller, der jetzt auch in Sachen Cloud wichtig geworden ist, mit Zahlen, Earnings per Share nur 1,40 Dollar statt 2,27 erwartet. Und vor allem Revenue nur 2,5 Milliarden Dollar statt 3 Milliarden Dollar erwartet. Also schlechte Nachrichten, die wir hier gesehen haben. Wir haben gestern schon ja gesehen, dass die Rate Expectations deutlich gefallen sind. Die Erwartungen, wie stark die Fed die Zinsen anheben wird. Wir haben gesehen, dass die Renditen etwa für US-Staatsanleihen vor allem deutlich nach unten gekommen sind. Hier sehen wir mal die Q1 2023 Rate Change Expectations im unteren Chart. Das heißt, wie gehen die Märkte davon aus, dass die Zinsentwicklung sich da vollziehen wird, und man geht davon aus, dass es tendenziell nach unten geht bereits im ersten Quartal mit den Zinsen 2023. Und dann kam gestern nicht nur Seagate, nicht nur Snap, sondern auch vor allem AT&T raus, diese Telefongesellschaft, natürlich stark im Mobilfunkgeschäft tätig. Und die Aktie ist nach einer Mitteilung so stark gefallen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Warum? Weil man gesagt hat, dass viele Leute ihre Rechnung nicht mehr bezahlen oder bezahlen können. Das war ein Trend, der vor 6 Wochen eingesetzt habe, so AT&T. Und das heißt faktisch, dass der amerikanische Konsument aufgrund der Inflation, aufgrund dessen, dass er so ziemlich alles schon auf den Kopf gehauen hat, was er damals an Stimulus bekommen hat, Oberkante, Unterlippe, ist, da ist nicht mehr viel Luft, nicht mehr viel Platz, wenn die Leute schon ihre Telefonrechnungen nicht mehr bezahlen können. Dann kann man sich vorstellen, wie es mit der US-Konjunktur weitergeht. Schauen wir uns mal auch die CEO-Confidence an, also das Vertrauen der Chefs der Unternehmen ist im freien Fall. Wir haben die Zinskurveninversion, wir haben die Fed, die auf die Bremse tritt.
Wir werden sehen, dass die Margins richtig schlecht sind. Wir sehen, dass die Consumer eben über einen Punkt hinausgekommen sind, an dem sie in irgendeiner Form jetzt der Wirtschaft noch helfen können, sondern sie werden sich hier zurückhalten. Und wenn wir uns mal die Parameter anschauen für die US-Wirtschaft, Industrieproduktion, Real Sales, also Konsum minus Inflation, Monthly GDP, Real, also eben wieder minus Inflation. Es deutet so ziemlich alles nach unten. Factory Work Week. Wir sehen Building Permits, also Baugenehmigungen. Aktien sind gefallen, jetzt übergeordnet. The Real Money Supply, Geldmenge gefallen. Consumer Expectations gefallen. Also an allen Fronten sehen wir, dass die Dinge sich abkühlen. Wir haben jetzt die Immobiliendaten bekommen, Verkäufe bestehender Häuser, die 90% des Immobilienmarkts ausmachen in den USA. Wieder richtig schwach. Die Zahlen deuten nach unten, auch die Baubeginne, Baugenehmigung, wie gesagt. Also das ist sozusagen eine ziemliche Abfolge, die jetzt passiert, die auch zusammenhängt eben mit dieser Teuerung, mit der Inflation, aber vor allem auch mit der Geldpolitik der Fed. Wenn wir uns mal die Leading Indicators anschauen, Frühindikatoren, dann sehen wir, dass der Juni jetzt der vierte Monat war, dass diese Leading Indicators zurückgegangen sind, gefallen sind. Das gab es nur in Situationen kurz vor dem Eintreten einer Rezession oder während einer Rezession. Also man muss nur eins und eins zusammenzählen und kommt dann darauf, dass das doch ziemlich eindeutig in eine Richtung geht. Wie gesagt, die Aktienmärkte haben sich gesagt, na, gute Nachricht wegen der Fed, ja, aber beim zweiten Hinsehen wird man eben feststellen müssen, doch keine gute Nachricht. Jetzt sehen wir den Nasdaq 13,3% gestiegen und das in 23 Handelstagen. Wir hatten eine Rallye von 16,8% im März, aber das hat weniger lange als die Hälfte gedauert. Also das war eine sehr schnelle, sehr heftige Rallye damals im März. Jetzt ging es ein bisschen gemächlicher zu, aber dennoch, wir sehen jetzt, wenn wir uns mal Bullish and Bearish Signals anschauen im Nasdaq 100, dann sehen wir, dass wir da ziemlich überspannt sind, was die Indikatorenseite betrifft. Unten den Chart ist leider ein bisschen abgequackst worden. Sieht man, dass im Grunde solche Übertreibungen nach oben bei diesen bullischen Signals dann faktisch das Top dann wieder darstellen, wo dann der Rücksetzer kommt. Und andersrum, das heißt, es wird jetzt hier gefährlich, es wird unschön. Wir sehen hier in diesem Chart den VIX Daily, sehen wir eine bullische Wedge. Das heißt, das deutet auf einen Ausbruch des VIX hin. Wir sind jetzt auch schon sehr weit unter dem Bollinger Band beim VIX. Wir sind oben jetzt beim S&P 500 in dieser Erholungssituation, in diesem Trendkanal auch schon sehr weit oben angekommen. Kann es noch ein bisschen weiter nach oben gehen? Klar, aber ich wäre jetzt, wie gesagt, vorsichtig und würde, wenn ich jetzt schon diese Rallye gespielt habe, die Chips langsam vom Tisch nehmen, zumindest die Positionen verkleinern. Wir sehen etwa ja gestern auch die schwachen Erstanträge. Der Trend geht hier deutlich nach oben. Wir haben Philly-Fed gesehen, Neuaufträge deutlich im Minus. Preisdynamik schwächt sich an, der Philly-Fed auch deutlich im Minus insgesamt. Und da hat gestern dann jemand mal eben für 3,6 Milliarden Dollar mit einer einzigen Position fünfjährige US-Staatsanleihen gekauft. Und die gelten ja so ein bisschen als Flucht in die Sicherheit, die US-Staatsanleihen. Also da hat jemand diese Zahlen offenkundig ernst genommen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das Call Open Interest beim VIX, also beim Vola-Barometer des S&P 500, für Strikes über 40, also dass sozusagen der VIX zu einem bestimmten Zeitpunkt über der Marke von 40 notiert. Und das ist schon ziemliches Chaos an den Märkten oder ziemliche Angst an den Märkten, dass wir hier auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind. Das heißt, ein paar dicke Jungs oder irgendwer sichert sich auf jeden Fall ab, dass da irgendetwas kommen wird. Wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, dann sehen wir ja diese Erholung. Wir haben den Abverkauf gesehen, ja, jetzt sehen wir den Anstieg, haben unten eben diese Trendkanallinie mal getestet mit diesem erneuten Rücksetzer. Jetzt mit dieser Rallye testen wir die Oberseite. Wahrscheinlich werden wir dann eben wieder nochmal die Unterseite testen, bevor wir dann vielleicht wirklich nach oben gehen und vielleicht sogar nach oben ausbrechen. Später irgendwann, wenn die Fed sagt, ach, das mit den Zinsanhebungen, das müssen wir jetzt doch verschieben, weil wir sehen, wie schnell die Wirtschaft absäuft. Wie schnell unsere Wirtschaft absäuft hier in der Europa, das werden wir vielleicht gleich sehen. 39 Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, der Gesamtindex mit 50,1
gerade noch so über der Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion. Verarbeitendes Gewerbe 50,6 erwartet. Vielleicht kommt es auch anders. Vielleicht sehen wir da schon ein Minus oder bessere Zahlen. Wir werden sehen. Also das wird hier für Deutschland wichtig und für Europa wichtig ist, dass wir uns nochmal die EZB-Veranstaltung von gestern anschauen. Takeaway von gestern ist, I'm the boss now. Das ist die Message faktisch von Madame Lagarde. Dieses TPI-Programm, announcing TPI-Programm before saying we do not take a stance on political issues. Ha, das ist sehr lustig. Ich hatte gestern versucht, im Marktflüster zu zeigen, dass die EZB sich als politische Institution etabliert. Warum? Weil sie praktisch entscheidet, wer überhaupt und warum Hilfe bekommt. Jetzt hat Frau Lagarde nach der Sitzung gestern nochmal gesagt, ja, also das, wir sind jetzt dabei, unser neuester Schritt sozusagen, die Geldpolitik zu normalisieren. Wir sind, sollte kein Zweifel daran sein, dass wir absolut committed sind, die Preisstabilität zu gewährleisten. Das ist hervorragend gelungen. Ich habe den Chart einmal über diese Preisstabilität hier Ihnen zur Darstellung gebracht. Sie hat ja recht, ja, weil die Preise steigen stabil. Man kann dann also von steigender Preisstabilität sprechen. Insofern ist es gar nicht falsch, was sie sagt. Aber jetzt kommen wir nochmal hier zu den Beschlüssen. Gestern faktisch hat die EZB gesagt, wir machen keine Forward Guidance mehr. Also praktisch, dass wir signalisieren, wie geht es denn jetzt für die nächsten Monate weiter, sondern entscheiden von Sitzung zu Sitzung auf die hereinkommenden Daten. Und man hat gesagt, wir haben ein Zinsziel, aber wo das genau liegt, das weiß Frau Lagarde scheinbar auch nicht. Und eben bei diesem TPI, bei diesem neuen Instrument, das faktisch ja die Renditen der Südländer der Eurozone drücken soll, das ist es so, dass die EZB da gleichzeitig Richter, Jury und eben Exekutive ist. Sie alleine entscheidet, wer warum das bekommt und wer halt leider nicht. Und das ist eine immense Politisierung eben der EZB. Was, wenn ein Land sagt, wir wollen das haben, aber die Regierung passt der EZB nicht, weil sie zum Beispiel extrem rechtskonservativ ist oder irgendwie halt nicht ins Raster passt. Die Bank of America hat das perfekt zusammengefasst. Wir erinnern uns, 2012 hat Draghi ja gesagt, whatever it takes. Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Jetzt sagt die EZB im Grunde nur noch whatever, also was auch immer. Lässt das also total schwammig, weil nicht klar ist, in welcher Höhe. Man lässt die Märkte bewusst im Unklaren, aber es birgt gewisse Risiken. Und mein 2,7 bester Freund Marcello Fraccherino, der findet die gestrige EZB-Entscheidung natürlich total gut. Ausgewogen und mutig, das neue Instrument TPI ist das notwendige Gegengewicht des nun schnelleren Zinsanstiegs der kommenden Monate. Also erst einmal alles fein. Dann sagt er aber auch, es ist auch riskant. Es ist unklar, wie es genutzt werden wird. Richtig. Und die Konditionalität ist so gering, dass es de facto der EZB kaum Begrenzungen geben dürfte. Richtig. Die EZB kann machen, was sie will, volumenmäßig etc. etc. Ich befürchte erhöhte Volatilität und zunehmenden politischen Druck auf die EZB. Klar, wer eine politische Institution ist, die dann etwas zu entscheiden hat, der bekommt dann auch eben Druck. Jetzt nochmal Daniel Stelter, der gesagt hat, nun war Bescherung, was ist davon zu halten? Die EZB glaubt besser als die Märkte zu wissen, was ein angemessenes Zinsniveau für Schuldner ist. Das ist ein klarer Bruch der bisherigen Marktneutralität und nur mühsam verstecktes Bekenntnis zur Subvention einzelner Staaten respektive direkter Staatsfinanzierung. Dem muss man sich leider anschließen, meine Damen und Herren. EU-Plan für 15% Gaseinsparung wird zur Blamage für Ursula von der Leyen. Die sagt ja, ihr müsst jetzt sagen, Länder wie Spanien, Griechenland und Portugal, nö, lass mal, Uschi. Wir machen so ein bisschen unser eigenes Ding. Uschi, da musst du uns nicht immer reinreden. Das nervt, Uschi. Und die Uschi nervt ja auch viele. Und jetzt wird der Widerstand immer größer. Man weigert sich hier. Artikelempfehlung unter dem Video. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Ja, wie geht es denn eigentlich weiter mit Gold? Die Lage ist kritisch, sagt hier eine Analyse. Es droht der nächste Absturz. Wirklich? Oder kommt da jetzt etwas nach oben? Zweiter Artikel, den ich empfehle. Dritter Hinweis nochmal, das gestrige Boom und Bust. Wer es noch nicht gesehen hat, hat richtig Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Dem Rissi hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht, wenn Sie es gesehen haben oder wenn nicht. Wird es Ihnen Spaß machen am Wochenende, vielleicht wenn Sie Zeit haben und es noch nicht gesehen haben, würde ich mich sehr freuen.
Heute 19 Uhr, das ist gestern schon gewesen, aber der Link ist ja derselbe. Das heißt, wenn Sie den Link eingeben, dann können Sie das sehen, wann Sie wollen. So, das ist der letzte Videoausblick gewesen vor meinem Urlaub. Ich bin dann 2 Wochen weg. Heute Abend aber nochmal am Marktgeflüster. Das wird früher passieren als üblich. Und bei 18 Uhr habe ich mir so vorgenommen und wünsche jetzt Ihnen erstmal das Allerbeste. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, heute Abend nochmal. Ich sage Servus, ciao.